Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Mein Name ist die aus dem Kryptocafé. Heute wieder vom schönen Flussplatz aus. Und zwar das Thema heute. Ich fand es echt schade, dass an der Stelle niemand drüber berichtet hat. Ja. Ich meine, alles, was man von den großen Sendern an der Stelle sieht, selbst solchen großen Sendern wie der Coin Bureau oder was der eine oder andere auch kennt, ne, unser deutschen Bekannter Dr. Osp, selbst da kein einziges Wort drüber. Ja. Und dabei war das schon vor langem angekündigt worden. Ne. Ich habe das auch meinem Kanal vorgestellt gehabt. Letzte Woche, ich habe gesagt, hey, ne, noch 3 oder 4 Tage, dann ist es soweit. Und heute ist es rausgekommen. Ne. Und lustigerweise, ich habe das so auch bei uns im Discord gepostet, wenn ihr also auf dem neuesten Stand bleiben wollt oder einfach über irgendwas quatschen wollt. Link gibt es unter jedem Video zu unserem Discord. Der Kanal, der hat auf Twitter gerade mal 1500, ne, und das ist selbst nach diesen News, da sind so viele Leute, die den folgen. Es geht um Genosis Pay. Ja. Das wurde schon sehr, sehr früh angekündigt, dass da in der Richtung was gemacht wird, und jetzt ist es tatsächlich fertig. Ich habe mich da auch angemeldet, aber Warteschlange, weil die sind aktuell in der praktisch Testphase, also Public Testphase, deswegen ist nur begrenzte Anzahl an Leuten, die dort zugelassen werden, läuft nach so einem Warteschlangenmodell. Ich hoffe, dass ich tatsächlich möglichst früh dort reinkomme, auch wegen der frühen Anmeldung, und ich meine, ja, wenn ihr Interesse habt, meldet euch an. Warum ist das eine große Sache? Ich meine, wenn man überlegt, ja, und das ist meine eigene Erfahrung, ich meine, ich habe da sehr, sehr viel in der Richtung was gemacht und auch früher regelmäßig, ja, wöchentlich oder monatlich Geld in das Krypto, ne, wieder raus aus dem Krypto. Und der größte Schmerzpunkt ist ja diese ganzen Exchanges mittlerweile geworden. Ja, das heißt, Binance, wenn man das mal außen vor lässt, ich bin aber Binance lange rausgeflogen. Und was hat man als Alternative? Naja, gut, KuCoin. Wenn man den KuCoin vertraut, da kann man natürlich drüber gehen, aber die Fees sind halt sehr, sehr ungünstig. Wir haben Kraken, wir haben Coinbase, klar, USA, ansässig, viel, viel vertrauenswürdiger als KuCoin oder irgendeine, ne, asiatische Exchange, aber an der Stelle eben auch wesentlich schlechtere Kurse. Ja. Und ich habe auch meinen Kanal früher mal so einen Vergleich darüber gemacht. Das heißt, tatsächlich das On- und Off-Ramping, und das ist ja genau der Punkt, wo die Amis ansetzen. Ja. Die wollen ja mit diesem Chokepoint gerade diese Schlüsselstelle, nämlich die zentrale direkte Exchange, zum On- und Off-Ramping so weit wie möglich unterdrücken, damit die Leute, ja, nicht draufkommen oder rauskommen, so einfach. Ne? Und dafür ist das tatsächlich die beste Lösung aktuell, also ohne getestet zu haben, ne? Nur, sag ich mal, in der Schätzung. Was macht das? Was ist Genosis Pay? Genosis Pay ist eine Lösung, die auf Genosis Chain und zusätzlich in Kombination mit ZKEVM von Polygon und im Hintergrund noch zusätzlich mit Safe als Multisig funktioniert. Ja? Das heißt, es soll alles so weit wie möglich vereinfachen, wie es auch nur geht. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr bekommt tatsächlich eine eigene IBAN zugewiesen, ja, sogar on-chain, für euren Safe Wallet zum Beispiel. Ja? Oder ihr könnt direkt, egal von welcher Chain aus, von welchem Wallet aus direkt, ja, wenn ihr so eine Kreditkarte habt, so eine, ne, entsprechende IBAN-Karte, die da dort registriert ist, direkt von Wallet aus in euren Bankaccount das Geld rein auszahlen. Ja? Und das ist eben die Infrastruktur, die letztendlich notwendig ist, um die breite Masse tatsächlich ins Krypto reinzukriegen. Ja? Ich meine, überlegt doch einfach an der Stelle, wie viele Schritte man da an der Stelle überspringt. Ich meine, klar, ne, es gibt da bislang auch schon mit MoonPay und Co. eine Möglichkeit, so $100 oder so am Tag irgendwie ins Krypto reinzuschicken mit sehr, sehr schlechten Kursen und so weiter. Ja? Und das ist mit dem komplett gelöst. Ja? Du schickst 100 Euro von deinem Bankkonto aus auf die Karte, ja, auf dein praktisch On-Chain IBAN-Adresse, und es kommen auch 100 EUR, also das ist von Monero, ja, das EURE, kommt dann tatsächlich auch in dein Wallet an. Du musst dann nur noch On-Chain dein 100 EURE praktisch, ne, in anderen Dollar oder sonst was swappen. Ja. Und das ist eben diese Reibungsreduktion, die man an der Stelle braucht, damit man die große breite Masse reinkriegt. Und ich finde, das ist tatsächlich eines der grundlegendsten Bausteine, die man bis heute nicht hatte. Ja. Und es gibt, ja klar, mit Revolut und Co., ja, also kleinere Möglichkeiten, aber keines ist von denen wirklich so weit entwickelt wie das hier. Und ja, wirklich schade an der Stelle zu sehen, dass niemand darüber berichtet. Und wenn ihr also auf dem Kanal seid und wenn ihr sagt, hey, ja,
durch dich bin ich jetzt darauf aufmerksam geworden. Das ist tatsächlich was Gutes. Ja, du hast gute Arbeit geleistet. Dann lass ein Like oder Kommentar da. Ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten, weil ich finde, das ist ein richtig großer Schritt in diesem Jahr. Das würde sogar aus meiner Sicht fast sowas wie Account Abstraction und was es da noch alles gibt, Rollup, keine Ahnung, Pipapo, alles in den Schatten stellen, ja, wenn das richtig umgesetzt ist und auch der breite Masse zugänglich gemacht wird. Aktuell, wie gesagt, Warteschlangenliste und ich bin da drin und ja, stellt euch gerne rein, wenn ihr auch sowas testen wollt. Mein Name ist Sie, für euch aus dem Krypto-Café. Ciao, ciao.